Gute Nacht, der Hörspielkanal. Hallo? Ich bin's, Liebling. Hab Platz auf den 10 vor erwischt. Ich dachte, du hättest früher Schluss. Wo steckst du denn? Küche. Sherry? Bitte. Wie üblich. Bring ihn dir. Wie wackelt der Karton in dem alten Bahnwaggon? Ach, wie wackelt der Karton in dem alten Bahnwaggon? Ein Whisky, um etwa was zu feiern. Oh, vielleicht noch ein bisschen mehr. Ach, nein, dass ich's einmal im Leben geschafft habe, den frühen Zug zu kriegen und nicht wie sonst den späten. Und dass ich nicht in dieser finsteren Bahnhofsbude hängen geblieben bin, um noch schnell eine halbe zu kippen. Prost, Paul. Oh Gott, ist das köstlich. Na, Frank hat allerdings ganz schön geschnappt. Völlig aus der Puste war er. Was war noch? Ha, Sherry für Fee. Ach, wie wackelt der Karton in dem alten Bahnsalon. Wie wackelt der Karton in dem alten Bahnwaggon. Ach, wie wackelt der Karton in dem alten Bahnwaggon. Hier also steckt mein Schnuckiputz und rackert sich ab. Du kommst früh heute. Vielleicht einen Begrüßungsschmatz für den Gatterich. Einmal Sherry, Medium, wie gewünscht. Stell ihn erst mal hin. Hm, riecht gut. Lammbraten. Gleich ist er fertig. Die Kartoffeln müssen auf klein, damit sie warm bleiben. Und dann bin ich schon bei dir. Einen guten Tag gehabt? Och, nichts Besonderes. Mhm. So, da wären wir. Ja, bitte. Danke. Prost. Prost. Und du? Ich? Guten Tag gehabt? Oh ja, super. Nicht nur, dass ich den frühen Zug noch erwischt habe. Es geschehen doch noch Zeichen und Wunder. Sondern wir haben auch noch einen irren neuen Apparat von unserer Zweigstelle oben in den Midlands gekriegt. Einen elektronischen Impulsumwälzer zur Molekularjustierung. Ein was? Elektronischen Impulsumwälzer zur Molekularjustierung. Ein heißes Gerät. Nur schade, dass es nicht funktioniert. Und was soll es tun, wenn es funktioniert? Nun, wenn das Ding in Gang käme, wäre es fantastisch. Sofortige Reproduktion dreidimensionaler Objekte. Unglaublich. Das hört sich ja toll an. Wie ist dein Sherry? Gut. Wollen wir rübergehen? Wenn du magst. Ja. Aber denk dran, das Essen ist gleich fertig. Fein. Aber ich möchte mich doch erst noch schnell duschen. Fühl mich ein bisschen klebrig nach der Jagd auf den Zug. Ich habe Margaret gesagt, wenn sie später noch auf eine Partie Bridge Lust hätten, dann kann sie nach dem Essen mit Frank auf den Sprung rüberkommen. Ja, gute Idee. Frank hat mir nämlich im Zug beim Gin Rummy 25 Pence abgenommen. Es wäre eine gute Chance, ihm mein Geld wieder abzuknöpfen. Vielleicht können wir beim Halbzeitcafé dann über dieses neue Dings ein bisschen sprechen. Keine Fachsimpelei! Zu Befehl, Frau Meisterin. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Ach, nee, der Karton in dem alten Bahnwaggon. Ha, ich werde mir noch ein Tröpfchen genehmigen. Dann bin ich gleich unter der Dusche. Das ist mindestens das dritte Tröpfchen, seit du zu Hause bist. Ach, was? Sag mal, was genau soll dieses Dings da denn nun machen? Bitte, was für ein Dings da? Na, dieses, ach Gott, wie heißt es denn noch? Dieses, Der elektronische Impulsumwälzer, ja, zur Molekularjustierung. Ja, das ist eine grässliche Bezeichnung. Klingt ausgesprochen ungesund. Die Idee ist durchaus gesund. Massenproduktion ohne Arbeit. Weißt du, der Traum des Geschäftsführers und der Albtraum des Betriebsratsvorsitzenden. In Ermangelung eines besseren Wortes sagen wir mal, es ist ein Kopierer, der dreidimensionale, also massive Gegenstände, ad infinitum reproduziert. Original reinschieben, Knopf drücken und heraus springt eine perfekte Kopie. Wenn es funktionieren würde, sage ich dir, wäre die industrielle Revolution dagegen wie eine kleine lokale Unruhe. Naja, beim heutigen Stand der Arbeitslosigkeit ist es vielleicht ganz gut, dass es nicht funktioniert. Nun ja, anscheinend haben sie schon einigen Erfolg gehabt. Allerdings nur mit kleinen Teststücken, mit der genauen Reproduktion des guten alten Blumentopfes oder was weiß ich. Allerdings hatten die Dinger dann eine leichte Tendenz zur Instabilität. Ja, nach ein paar Stunden oder so
sind sie mit ziemlichem Getöse explodiert. Es hört sich mehr nach französischer Revolution an als nach industrieller. Uns haben sie das Modell 2 zur Prüfung geschickt. Noch größere Knalle? Ja, ja, ja. In jeder Hinsicht größer. Und komischer. Wir haben den Bürokater reingesteckt. Dachten, wollen mal sehen, wie der wieder rauskommt. Paul, wie konntet ihr? Beruhige dich, ist ja nichts passiert. Wir haben es ja nicht getan. Um sicher zu gehen, haben wir es zuerst an uns selber ausprobiert. Was? Nun ja, es war ganz offensichtlich, es hat nicht funktioniert. Und langsam fingen wir schon an, uns zu langweilen. Es hätte euch umbringen können. Nun ja, mein Schatz, so gefährlich ist es nun auch wieder nicht. Wahrscheinlich weniger schädlich als Röntgenstrahlen. Aber angenommen, es hätte funktioniert. Hat ja nicht, Liebchen, hat ja nicht. Hätten wir wirklich mit der geringsten Möglichkeit des Funktionierens rechnen müssen, hätten wir es ja niemals gewagt. So, mein Scotch ist alle. Auf zum Duschen. Bis gleich. Mach nicht so lange. Ich bin am Verhungern. Und mach eine Flasche Roten auf. Ich finde, wir sollten es feiern, dass ich zur Abwechslung mal früh zu Hause bin. Also, das ist die faulste Ausrede, mit der du mir je gekommen bist. Nun, bis mir was Besseres einfällt, muss sie genügen. Bin sofort wieder da. Mach aber schnell. Paul, nicht so laut. Man versteht ja seine eigenen Gedanken nicht mehr. Entschuldige, Schatz. Gott sei Dank. Zum Kuckuck ist denn der Korken hier. So. Hinein. Eins, zwei, drei und drehen. Eins, zwei, drei und ziehen. Eins, zwei. Ja, zum Kuckuck. Hallo? Wer ist da? Ich bin's, Liebling. Hab doch glatt wieder den verdammten 10 vor verpasst. Dabei sind Frank und ich gerannt wie die Weltmeister und haben's trotzdem nicht geschafft. Ach, wie wackelt der Karton in dem alten Bahnwaggon. Ach, wie wackelt der Karton. Ich hab einen halben in der finsteren Bahnhofsschule getrunken, weißt du? Als wir warten mussten. Hey, wo steckst du denn? Küche! Jerry? Nein, danke. Ich hatte schon einen. Na, 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 na. Bisschen ungewöhnlich, nicht? Schon bevor ich zu Hause bin? Du wirst mir doch nicht eine heimliche Süfterin. Ach, wie wackelt der Karton in dem alten Bahnwaggon. Hier also steckt mein Schnuckibus. Riecht gut. Vielleicht eine Begrüßungsschmatz für den Gatterich? Einmal Sherry Medium, wie gewünscht. Kein Begrüßungsschmatz? Hey, was ist denn? Du machst ein Gesicht, als würdest du ein Gespenst sehen. Was starrst du mich so an? Diesmal bist du zu weit gegangen. Wie bitte? Ich habe deine dummen jungen Streiche jetzt satt. Im Laufe der Jahre hast du mir schon eine Menge davon gespielt und ich habe gute Miene zu bösem Spiel gemacht. Aber diesmal bist du zu weit gegangen. Und dabei ist nicht mal 1. April. Was ist denn in dich gefahren? Und dann noch so weit zu gehen, im Badezimmer in voller Lautstärke zu singen, um zu beweisen, dass du dich duscht. Also das ist wirklich der Gipfel. Fee, was faselst du da? Wie zum Kuckuck bist du so schnell die Treppe runtergekommen, ohne dass ich dich gehört habe? Also ich weiß ehrlich nicht, wovon du sprichst. Ach, ich weiß. Du bist das Regenrohr im Vorgarten runtergeklettert, stimmt's? Bitte, was bin ich? Lassen Sie sich's gesagt sein, Paul Williamson. Wenn Sie mir auch nur eine Blume zertrampelt haben, kriegen Sie so schnell die Scheidung ins Haus, wie Sie gar nicht gucken. Fee Williamson, soll ich rausgehen und wieder reinkommen? Damit wir es in etwas freundlicherem Ton nochmal versuchen können. In etwas freundlicherem Ton hatten wir schon, Paul. Das ist jetzt der Versuch, mich nicht zum Narren zu halten, Ton. Also zum Kuckuck, ich weiß doch immer noch nicht, was du da faselst, Fee. Und vielleicht kann man mal erfahren, wer das ist, der da meine Arie singt. Paul, du bist durchschaut. Ich bin dir auf die Schliche gekommen. Deine Witzchen ziehen nicht mehr. Ich bin wirklich und wahrhaftig stocksauer auf dich. Fee, bitte, wer sieht da oben? Verdammt Hör auf, Paul! Oder ich gehe durch die Haustür da und du siehst mich nie wieder. Die Kassette ist abgelaufen. Wo sind denn die sauberen Handtücher, Liebling? Ja, schlau und noch schlauer. Im Trockenen!
Wandschrank natürlich. Danke, Liebling. Jetzt sagt er auch noch Liebling zu dir. Großer Gott, du hast einen Mann da oben. Ich werde dir zeigen, Paul, wer das ist. Warum kommst du nicht runter, du kleines süßes Tonbandgerät? Hier ist Besuch für dich. Fee. So, Paul. Nun wollen wir mal sehen, wie du da rauskommst. Ich bin vielleicht ein programmierter Automat, der stets dieselben Antworten ausstößt. Und so kannst du ein Tonbandgerät hinstellen, das auf meine Antworten reagiert. Aber lass mal sehen, ob das Tonbandgerät es auch schafft, die ganze Treppe runterzukommen. Das wäre dann doch mal ein ganz schlaues Tonbandgerät, was? Aha! Jetzt werden wir ja sehen. Hey, Liebling, mit wem redest du denn da? Du klingst ein bisschen verärgert. Und warum hast du mich als Tonbandgerät tituliert? Ich habe doch Blut. Herr Himmel, das bin ja ich. Moment. Kein Aber mehr. Mir reicht's jetzt langsam mit euch beiden. Es ist mir egal, welcher von euch der echte und welcher der falsche Paul ist. Ist das ganz klar? Ich weigere mich einfach, dieses kindische Treiben noch länger mitzumachen. Darüber zu streiten, wer auf welchem Platz sitzen soll, wer den Wein eingießen soll, wer das Brot schneiden soll. Haben wir überhaupt... Schluss jetzt damit. Denkt nur nicht, ich merke nicht, wie ihr euch gegenseitig auf die Teller schielt. Aber ich... Die Rosenkühlchen zählt und abschätzt, wessen Stück Braten größer ist. Also schütten wir sofort auf. Kann sein, dass ihr beiden mich gegen mein besseres Wissen in irgendeinen unerwünschten Albtraum hineinzieht. Aber dann wird das wenigstens ein zivilisierter Albtraum sein. Wer immer von euch zweien an diesem Tisch Gast ist, wird von demjenigen, der an diesem Tisch Gastgeber ist, wer immer von euch zweien das auch sei, mit der Höflichkeit behandelt werden, welche die Konvention zwischen Gastgeber und Gast verlangt. Also, füll ihm das Glas voll, wie es sich gehört. Ja, Schatz. Danke. Erwachsene Männer geraten wegen winziger Kleinigkeiten aneinander. Lächerlich. War wirklich ein salomonisches Urteil von Fee. Setzt sich einfach selber auf meinen Platz. Trotzdem, ich finde immer noch, dass er mehr Braten gekriegt hat. Das ist ungerecht. Ich weiß nicht, was geschehen ist, aber die Tatsache bleibt ja wohl bestehen, dass ich der Echte bin. Also stehen die größeren Portionen auch mir zu. Hallo? Hier ist 2803. Ja, Margaret, hier ist Paul. Hallo, Paul. Wie geht's denn immer so, Schatz? Gut, danke. Und wie geht es dir? Ja, Schatz. Und ich bin's. Margaret, ist was? Du klingst ein bisschen, besoffen. Nein. Mir geht's gut, danke. Ich klinge bloß so, weil ich ein bisschen besoffen bin. Das ist alles. Hör zu, Margaret. Tut mir leid, dass ich dir so viel Mühe machen muss, aber meinst du, es ist möglich, Frank zu sprechen? Es ist was absolut Irres passiert. Und wie, Schatz, irre. Ich hole ihn dir. Ja. Übrigens, welchen willst du denn sprechen? Den späten oder den frühen? Was? Weißt du, ich habe zwei von der Sorte hier.
sie belauern sich mit finsteren Blicken und streiten sich um das eine Paar Hausschuhe. Oh nein. Ich werde dir was sagen. Ich bringe dir den, der es geschafft hat, sich die Hausschuhe an Land zu ziehen. Das wird dann schon der echte Frank sein, nicht? Der stellt sich sowieso immer so an wegen seiner Latschen. Nicht mal der Hund darf sie haben. Ja, bleib dran, Schatz. Sie könnt hier. Ja. Oh, ja? Du kannst Fee übrigens sagen, das mit dem Bridge heute Abend wird wohl nichts, es sei denn, sie weiß, wie man es zu fünft spielt. Fee hat recht. Es ist ein Albtraum. Was um alles in der Welt ist geschehen? Was werde ich als nächstes tun? Vielleicht bald aufwachen? Ja, das ist es. Ich werde aufwachen. Hallo, hier ist Frank. Frank, Gott sei Dank, du bist es. Du bist es doch, oder? Natürlich. Ja, natürlich, natürlich, du bist es. Diese Stimme kann man nicht verstellen. Hör zu, Frank. Bitte sag mir, dass ich noch richtig ticke. Du und ich, wir haben doch heute Abend gerade noch so den Frühzug erwischt, nicht wahr? Ah, der falsche Frank, alter Knabe. Es ist der andere, den du sprechen willst, der Unechte. Was? Paul und ich haben den frühen Zug heute Abend knapp verpasst. Haben in der Bahnhofskneipe schnell zwei halbe zur Brust genommen und dann den Zug 10 Minuten später gekriegt. Nein. Ja, du bist offensichtlich der Paul, der nicht echt ist. Aber also, Augenblickchen, ich hol dir den Frank, der nicht echt ist. Und mit dem kannst du dann reden, okay? Aber ich bin bleib echt. Bleib doch dran, Alter, bleib dran. Es dauert keine Sekunde. Alles, irgendwie faszinierend, nicht? Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube es einfach nicht. Lieber Gott, bitte. Lass mich bald schweißgebadet in meinem Bett aufwachen und sagen, was für ein schrecklicher Traum war das. Bitte, lieber Gott, wenn du das tust, verspreche ich dir, ich will auch für den Rest meines Lebens ein guter Mensch sein. Hallo, hier spricht der echte Frank. Hallo, Paul, bist du da? Paul? Ja. Ja. Ja, ich bin's. Du wirst es mir nicht glauben, Frank, aber er klingt genau so wie du. Ja, ja, ich weiß. Nicht gerade angenehm, was? Und außerdem sieht er auch noch so aus wie ich. Was? Und was viel schlimmer ist, Paul, ich hatte ja keine Ahnung, wie hässlich ich bin. Ach, das würde ich nicht sagen. Doch. Naja, gut, du bist nicht gerade schön. Aber warum, um Gottes Willen, hast du mir nie was von diesem Knubbel auf meiner Nasenspitze erzählt? Knubbel? Knubbel. Was denn für Knubbel? Ach, der Knubbel. Nun ja, ich dachte, du wüsstest das. Nein, nein, ich hatte keine Ahnung. Ich habe schon vor Jahren aufgehört, von meinem Gesicht im Spiegel Notiz zu nehmen. Du, das verdammte Ding glänzt. Naja, du hättest mich fragen sollen, dann hätte ich's dir gesagt. Und was ist mit meiner kahlen Stelle und meinem Hängebauch? Davon hast du mir nie was gesagt. Och, das ist doch nicht so schlimm, was? Paul. Nein, wirklich nicht. Frank, bitte, was sollen wir machen? Naja, ein paar Kniebeugen, Liegestütze, ein bisschen Jogging anfangen und so. Nicht? Nein, ich meine doch die andere Sache. Die Tatsache, dass es anscheinend von jedem von uns zwei gibt. Ach so. Das. Ja, das. Ja, ja, alles irgendwie faszinierend, nicht? Nein, es ist nicht faszinierend. Es ist grauenhaft. Du, Paul, pass auf. Vielleicht setzen wir uns zusammen, bequatschen die Sache. Ja. Was meinst du? Ja, ja, bitte. Gute Idee. Gut. Am üblichen Ort? Ja, gut. Wir treffen uns dann da, sagen wir, in 5 Minuten. In 5 Minuten. Gut. Danke. Ich sag Fee besser Bescheid, dass ich weggehe. Wo ist er? Wer? Der. Der andere. Der Unechte. Oh, der. Der wollte Frank anrufen, aber da hast du gerade telefoniert. Ja, ich habe mit Frank gesprochen. Und so hat er beschlossen, sich kurz duschen und rasieren zu gehen. Wahrscheinlich, um leichter über den Schock wegzukommen. Könnte ich mir denken. Na, hoffentlich benutzt das Ekel nicht meinen Rasierer. Das ginge selbst für einen Doppelgänger etwas zu weit. Vergiss nicht, Schatz, in seinen Augen ist es eher sein Rasierer als deiner. Aber du bist doch bestimmt nicht zu täuschen. Fee. Du siehst doch, dass ich dein wahrer Ehemann bin, oder? Oh. Ja, Paul. Ihr seid in jeder Hinsicht identisch. Ihr ähnelt euch wie zwei Erbsen in einer Schote. Wenn ich
Aber wenn ich mit einem von euch alleine bin, dann weiß ich, der ist mein Mann. Aber wenn ihr zusammen seid, handelt es sich um nichts Geringeres als um einen schweren Fall von Doppelsichtigkeit. Ganz offen, Paul, ich weiß, dass ich jetzt jede Minute einen von meinen Migräneanfällen kriegen kann. Und das wird dann wahrscheinlich Stunden dauern. Ah, gut. Gut? Ja. Verstehst du denn nicht? Einer von deinen Migräneanfällen ist einfach die Lösung. Wie bitte? Schatz, versteh das jetzt bitte nicht falsch. Aber wenn du gerade zum jetzigen Zeitpunkt einen von deinen Migräneanfällen bekämest, würde das sehr gut passen. Es wäre irgendwie beruhigend, solange ich weg bin. Was zum Kuckuck willst du damit sagen? Nun ja, ich möchte ausgehen, ein bisschen über alles nachdenken, nicht lange. Du meinst, du willst dich mit Frank im Flying Dutchman treffen? Der Frank, mit dem ich mich treffen werde, weiß bereits, dass ich der echte Paul bin. Die Schwierigkeit ist die, dass der Frank, den er zu Hause zurücklassen wird, zufällig der Meinung ist, der Paul, der da oben aus Leibeskräften herumplärrt, sei der echte Paul. Paul? Du meinst... Ach, entschuldige, das habe ich dir ja noch nicht erzählt. Es hat sich herausgestellt, dass es auch zwei Franks gibt. Gütiger Gott, wie schrecklich. Die arme Margaret. Ja, das habe ich mir allerdings auch gedacht. Ich meine, trotz all seiner Fehler, ein Frank ist nicht schlecht, aber zwei davon, das ist eine Katastrophe. Entschuldige mal eine Sekunde, Schatz, ja? Hör um Gottes Willen mit dieser verdammten Plärrerei auf! Man versteht jetzt schon einen Gedanken nicht mehr! Entschuldige, Kollege! Du hast mir immer noch nicht erklärt, warum einer meiner Migräneanfälle eine solche Beruhigung für dich wäre. Ja, richtig, deine Migräne. Das ist ein bisschen heikel. Warte mal, wie kann ich das ausdrücken, ohne dass du dich aufregst? Also, ich gehe aus, ja? Ja. Und jemand, der mir nicht ganz unähnlich sieht, aber nicht ich ist, bleibt zu Hause, ja? Ja. Und manchmal unter normaleren Umständen, in der Mitte der Woche, wie heute Abend zum Beispiel, gelegentlich, wenn ich gerade unter der Dusche stehe und du in, sagen wir mal, ausgelassener Stimmung bist, dann schleichst du dich leise nach oben und du... Ja? Durch den Duschvorhang... Boah. Wie kannst du an sowas denken? In einem Augenblick wie diesem... Nun, entschuldige, Schatz, es ist einfach die Situation. Ich gehe aus und er bleibt zu Hause. Er steht unter der Dusche und er sieht aus wie ich. Da könntest du doch vielleicht vergessen, dass er in Wirklichkeit nicht ich ist. Also alles in allem, einer von deinen Migräneanfällen scheint mir die denkbar vernünftigste Lösung zu sein. Du meinst, ich könnte... Mit einem anderen Mann? Wie kannst du es wagen, sowas auch nur für möglich zu halten? Aber Migräne hin, Migräne her. Nicht im Traum würde ich an sowas denken, nicht im Traum. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Und lass mich gleich hinzufügen. Solange nicht einer von euch die Echtheit des Produktes mit unanfechtbarer Stichhaltigkeit nachweisen kann, werden Migräneanfälle ab sofort der wesentliche Bestandteil des Tages sein. Um es etwas grob auszudrücken, der Hahn ist hiermit zugedreht. Ach. Durchaus fair. Also, noch ein Abschiedsschmatz das auf den Weg. Das hast du dir so gedacht. Soweit ich weiß, bist doch du der Betrüger. Fee. Wie kannst du nur? Namen Frank. Paul schon da? Kann ich sagen, ich hätte ihn gesehen. Und da bislang noch keine Reaktion von aufgebrachten Gästen zu verzeichnen ist, die künstliche Augäpfel in ihren Gläsern finden, Hallo.
Ist es möglich, dass er noch nicht da ist? Na, dann schreib's lieber bei mir auf. Das Übliche? Ja, bitte. Aber wenn ich's recht bedenke, mach mir einen Doppelten. Du nimmst doch immer einen Doppelten. Nu. Ja. Ja, dann mach mir einen Doppelten. Ist ein langer Tag gewesen. Und ich habe so das Gefühl, dass der Abend noch länger wird. Sehr gut. Bitte schön. Danke. Das Eis nimm dir lieber selber, wenn du was vom Rand abgetrunken hast. Hey, da ist jetzt Paul. Namen Paul, das Übliche? Ja, ja, bitte. Ach, warte, wenn ich's recht bedenke, mach mir einen Doppelten. Aber du, richtig, an dein Eis musst du selber denken. Ja. Ach, könnte ich eine Tüte Kartoffelchips haben, wenn du schon mal dabei bist? Chips? Ja, bitte, ich will auch eine. Richtig. Bitteschön. Ein weiterer Doppelter für Paul. Und zwei Tüten Chips. Hier, nimm's da raus, Harold. Gieß dir auch einen ein. Vielen Dank. Nichts für ungut. Komm, okay, gehen wir darüber, ja? Ja, gut. Ein bisschen ruhiger. So. Prost. Prost. Chips? Ich mach meine auf, danke. Ja. Bin am Verhungern. Ich auch. Ja, des Himmels. Nimm mal das Gleiche. Hast du schon gegessen? Ja. Und du? Ja, Lamm. Für zwei gedacht und durch drei geteilt. Ich bin am Verhungern. Bei mir dasselbe. Zwei kleine Steaks, dreimal durchgeschnitten. Und ich weiß, dass ich dabei ein Verlustgeschäft gemacht habe. Seins kam mir zwar ungefähr genauso groß vor, aber ich habe das Stück mit dem Fett gekriegt. Nein. Ja. Dafür bin ich aber bei den Salzkartoffeln besser weggekommen. Ja, das heißt, zwei oder drei halbe mehr, was nicht allzu viel zählt. Jedenfalls nicht genug, um es als eine Art Geheimbotschaft von Margaret an mich auslegen zu können. Und? Wie war das bei dir? Genau dieselbe Geschichte. Nein. Nur mit dem Unterschied, dass ich vielleicht beim Fleisch und bei den Kartoffeln, aber bestimmt beim Rosenkohl zu kurz gekommen bin. Er hatte zwei Rosenkohlchen mehr. Aber dafür hatte ich zwei besonders große, sodass sich alles in allem schwer sagen ließe, wer nun mehr hatte. Aber beim Fleisch habe ich ganz bestimmt Verlust gemacht. Zufällig? Oder schien Faye ihn bewusst zu bevorzugen? Ach du lieber Himmel. Mein Gott, daran habe ich ja noch gar nicht gedacht. Stimmt, er hat mir tatsächlich dauernd auf den Teller geguckt und hämisch gegrinst dabei. Schrecklich. Mach ich das oft, Frank? Was? Hämisch grinsen. Nur wenn du gewinnst. Ach was. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass Essen für zwei nicht ausreicht für drei. Stimmt. Aber am schlimmsten fand ich, dass wir beide so ekelhaft nett zu Faye waren. Ja, wir waren auch schrecklich nett. Hat aber nichts genützt. Margaret war zu besoffen, um es zu merken. Um die Zeit, als ich ging, hat sie bestimmt vier von uns gesehen. Wirklich? Noch zwei mehr ist entsetzlich. Wieso? Ach Gott, du Ärmster. Ach so, ja. Die Augapfelreaktion verrät es immer. Gefäßerweiterung und leichter Strabismus setzen ein. Aber irgendwie faszinierend. Werde ich mir merken. Ja. Und was meinst du, was mit uns passiert ist? Paul, es müssen die Kammern des elektronischen Impulsumwälzers zur Molekularjustierung sein. Die einzige Möglichkeit. Bin nicht sicher, ob es die Input- oder die Output-Seite ist, aber die Berechnungen, mit denen ich angefangen habe, hier. Schau. Die werden es schließlich zeigen. Aber es hat nicht funktioniert. Das weißt du genauso gut wie ich. Wir haben doch überhaupt nichts aus der Reproduktionshälfte rausgekriegt. Ja. Und der andere Paul auch nicht. Ich hab's doch nachgeprüft. Also, wie kannst du da behaupten, es liege an den Kammern? Das ist doch ganz einfach. Schau, meine Berechnungen haben bereits ergeben, dass zwischen uns Vieren nicht mehr als ein Zeitabstand von 30 Sekunden bestanden haben kann. Wir haben den Zug gerade noch erwischt und Sie haben ihn knapp verpasst. Und? Zeitrutsch. Was? Zeitrutsch. Also, die einzige Erklärung
Nachdem wir uns selbst durch die Kammern geschickt und gedacht hatten, nichts wäre passiert, wurden sie produziert. Kopien. Genau bis in jede Einzelheit, mit all unseren Erinnerungen, allem. Aber nicht fähig, uns zu sehen, weil wir uns in einer Zeitzone befanden, die von der ihren um Bruchteile abwich. Und darum blieben wir für sie unsichtbar. Und umgekehrt sie für uns. Also ich muss sagen, ich für meinen Teil finde das irgendwie, ja, absolut faszinierend. Ach Quatsch. Das ist überhaupt nicht faszinierend. Es ist grauenhaft. Eine grobe Verletzung der Privatsphäre. Und obendrein noch, das ist Science Fiction. Aber nein, nein, das ist keine Science Fiction, Paul. Das ist Science Fact. Ein Fehler hat deine Theorie über den Zeitrutsch, oder wie du das nennst, allerdings. Oh, und der wäre? Na, jetzt können wir sie sehen. Ja, ja, aber darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Also, meiner Meinung nach liegt die Antwort wahrscheinlich in der Zugfahrt nach Hause. Ja, da könntest du recht haben. Es passieren neuerdings verdammt komische Sachen auf der britischen Eisenbahn. Irgendwie hat die Heimfahrt uns alle in dieselbe Zeitzone versetzt. Und unseren armen, verwirrten Frauen ein Übermaß an Ehemännern beschert. Strapaziös. Sehr strapaziös, ja. Ja. Wohnzimmer. Hier steckst du also. Ich feiere gerade eine Süßigkeitenorgie. Ich muss sagen, du siehst sehr schnullig aus, wie du da auf dem Sofa liegst, mit einer Pralinenschachtel im Schoß. Ich pflege meine Migräne. Willst du auch eine? Sehen lecker aus. Bitte. Sind noch von Weihnachten übrig. Die sind doch nicht etwa mit Schnaps, oder? Doch. Oh, gut. Ich nehme zwei. In stressigen Zeiten ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich zu Sherry Zuflucht nehme. Ich bin auch in der Regenerierungsphase. Hab erst mal drei starke Kaffee getrunken, bevor ich es wagte, auch nur daran zu denken, über die Wiese zu wanken. Ein bisschen zu viel Zuflucht, was? Ich muss sagen, in meinem Alter bin ich solchen Sachen nicht mehr gewachsen. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin auch nicht erhaben darüber. Nun ehrlich, wie zwei kleine Kinder haben sie sich aufgeführt beim Essen. Um jeden Krümel haben sie sich gestritten. Bei mir genau dasselbe. Nach dem Essen haben sie sich um das eine Paar Hausschuhe gezankt. Es endete damit, dass jeder einen Latschen kriegte. Wie sie nachher das Pyjama-Problem lösen wollen... Ist mir schleier. Also ich habe das bereits geregelt. Zwei Betten sind im Gästezimmer gerichtet und meinerseits habe ich anhaltende Kopfschmerzen zu bieten. Keiner kommt mir ins Schlafzimmer, bis diese Sache sauber und ehrlich hinter uns gebracht ist. Das brächte ich nicht fertig. Ich würde mir eine Wärmflasche mit ins Bett nehmen müssen und die würde mir dann andauernd verrutschen. Ich dachte eher an... Na... Einen auf jeder Seite. Du weißt schon, so ähnlich wie Buchdeckel. Ich stell mir das ganz lustig vor. Ach, Great, was sollen die Nachbarn denken? Die können mich doch mal, die Nachbarn. Weißt du, mal ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte mich mit alledem bald abfinden. Ich meine, der Gedanke, zwei Männer im Haus zu haben, ist auch gar nicht so schlecht. Sie machen die kleinen Reparaturen und alles, was so anfällt und wetteifern miteinander... Was freilich Samstagnachts ein kleines Problem werden könnte. Samstagnachts? Ach, ignoriere mich einfach, Liebes. Ich habe nur mal laut gedacht. Wo sind übrigens deine Jungs? Jungs? Na, die Pauls. Paul der Erste, Paul der Zweite. Hört sich an wie eine Lektion über die Geschichte des Vatikan, ne? Sie sind beide ausgegangen. Der eine, um ein bisschen nachzudenken, nachdem er vorher erst Frank angerufen hatte. Und der andere ist auch ausgegangen, um nachzudenken nach einem Anruf bei Frank.
Und meine beiden Franks sind ebenfalls ausgegangen, auch um nachzudenken, nachdem sie ihre verschiedenen Anrufe von den verschiedenen Balls gekriegt hatten. Also hocken sie mal wieder im Flying Dutchman. Wahrscheinlich. Also solange sie nicht alle vier an derselben Theke landen, dann könnte Harold seinen Laden dicht machen. Aber irgendwas müssen wir doch tun, Frank. Naja, es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Ja? Und die wäre? Nun, angenommen, es gäbe zwei von jedem von uns. Ach, es gibt zwei von jedem von uns. Ja, eben. Aber ich meine, dauernd, für immer. Einer könnte bei der Arbeit sein, während der andere Golf spielt und umgekehrt. Die halbe Woche frei, jede Menge Golf und keinerlei Schuldgefühle. Denn der andere Bursche ist genauso clever wie wir. Und wird mit jedem Problem in derselben Weise fertig, wie wir damit fertig werden würden. Und irgendwie faszinierend. Nein, nein. Nein, tut mir leid, Frank, das ist einfach nicht drin. Warum? Obwohl, ich muss zugeben, es ist ein sehr verlockender Gedanke. Aber siehst du? Nein, nein, Frank. Ich kann Fee nicht zu einem Leben mit anhaltenden Kopfschmerzen verurteilen, bloß um ein paar extra Golfrunden für mich auszuschlagen. Oh, das könntest du doch schnell machen. Nein, nein, nein. Gute Nacht. Der Hörspielkanal. Weißt du, wie? Na, abwechselnd. Jeder mal. Was? Sie würde keinen Unterschied merken. Natürlich würde sie den Unterschied merken. Ah. Frank, das ist wirklich entsetzlich. Du sprichst über meine Gattin, ja? Die Frau, die ich liebe. Die Frau, die ich erwählt habe, um mein Leben mit ihr zu verbringen. Alleine. Ohne sie mit irgendeinem schrecklichen Zwilling teilen zu müssen. Ja, da wirst du allerlei zu knacken haben, wenn jetzt Kopfschmerzen Mode sind. Also... Harold! Harold, ja? Nochmal einen doppelten Doppelten. Ja, für mich auch. Genau dasselbe. Okay. Moment mal. Frank! Ja, was ist... Frank, ich glaube, ich habe soeben die Lösung für mein Problem gefunden. Ich glaube, dass ich möglicherweise vorhabe, den perfekten Mord zu begehen. Was? Psst, warte einen Moment. Zwei doppelte Doppelte. Ja, danke. Ah, danke, danke. Prost. Prost. Hör zu. Hör zu, ich wäre der lebende Beweis... Mhm. Dass ich ihn nicht umgebracht haben kann. Mhm. Ist doch klar. Mhm. Wie sollen Sie mich denn zu einem Leben hinter Gittern verurteilen, wenn Sie nicht beweisen können, dass ich tot bin? Selbst wenn Sie meine Leiche auf einem Seziertisch liegen hätten, würden Sie noch immer mich haben, der daneben steht, lebend. Ist doch narrensicher. Absolut narrensicher. Ja, aber Paul, könntest du dir wirklich vorstellen, dich selbst tot zu sehen? Ich meine, nachdem du den Mord tatsächlich begangen hast. Nein, nein, du hast recht. Ich kann das nicht. Na ja, dann wollen wir hoffen, dass er es auch nicht kann. Wenn er dahin kommt, dieselbe Idee in Erwägung zu ziehen, dann... Das hältst du für möglich? Mhm. Für absolut sicher. Gott. Eine mathematische Gewissheit. Er ist du, Paul. Ja, bis zum x-ten Grad. Er ist du. Nein, 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 nein. Sich damit abfinden scheint mir eine sehr brauchbare Lösung. Es ist einfach nicht drin. Nein, ich will keine zwei Ehemänner, Margaret. Ich will einen Ehemann. Und ich komme ganz bestimmt ganz gut aus. Ohne doppeltes Waschen, doppeltes Bügeln, doppeltes Kochen. Doppeltes. Ach Gott, was weiß der nicht. Nein, es ist einfach nicht drin. Ich
bin von Natur aus monogam. Alles ganz schön und gut, Fee. Aber du scheinst zu vergessen, dass wir vor vollendeten Tatsachen stehen. Wir haben nun mal jede zwei von der Sorte. Dann muss dem Lauf des Schicksals eine andere Richtung gegeben werden. Einer hat zu gehen. Oh. Wir müssen schnell und in aller Freundschaft entscheiden, welche Version echt ist und welche nicht. Unser Verlierer muss das Feld räumen. Ja, verschwinden. Sofort. Harold! Frank? Wollt schon da? Hey, halt mal. Mach mich nicht verrückt. Diesen Teil der Konversation hatten wir doch schon. Wieso denn? Ah, da kommt er ja. Später wie üblich. Dann schreib das mal besser bei mir auf. Oh ja, und da wir nun schon vom Üblichen reden, mach mir einen doppelten. Ja, Harold? Was? War ein langer Tag heute und wie es aussieht, könnte der Abend noch länger werden. Hallo, Harold, wie geht's denn? Hallo, Frank. Hallo, Paul. Paul, das Übliche? Ja, ja, wenn du vielleicht so nett sein wolltest, mach mir einen doppelten. Und eine Tüte Chips, falls du das noch schaffst. Ja, mir auch eine, bin am Verhungern. Herrlich, genau was der Arzt verordnet hat. Zwei doppeltere als doppelte und zwei Tüten Chips. Nimm's daraus, Harold, hier und gieß dir auch einen ein. Nein, danke, mein Herr. Bitte? Was ist denn jetzt los? Nein, danke, mein Herr. Harold, was ist denn in dich gefahren? Solche Worte habe ich ja seit Jahren nicht mehr von dir vernommen. Ich weiß nicht, was für ein Spielchen ihr beiden da treibt. Aber ich sag euch gleich, ich spiele da nicht mit. Wie? Was? Nehmt also bitte eure Drinks und eure Chips von der Theke. Also komm, Harold, alter Knabe. Du redest doch hier mit deinen Freunden Frank und Paul. Was ist denn los? Ich weiß, was es ist. Die beiden anderen sind bereits hier gewesen. Ach, natürlich. Meine Güte, warum habe ich denn nicht gleich daran gedacht? Wo sind die denn? Hallo, Frank! Wo seid ihr? Hallo. Müssen gegangen sein. Ja, vielleicht haben sie uns reinkommen sehen, sind durch die Seitentür. Das wird sein. Bitte. Ich habe die Herren gebeten, sich zu entfernen. Also, Harold, hör mal, wahrscheinlich fällt es dir schwer, uns das abzunehmen. Und ich gebe zu, es ist auch nicht ganz leicht zu schlucken. Aber es gibt jetzt jeden von uns zweimal. Verstehst du? Was? Ja. Zweimal den Frank und zweimal mich. Wahrscheinlich hast du die zwei anderen bereits bedient und folglich bist du jetzt sauer auf uns, weil wir dich begrüßt haben, als wir tagelang nicht hier gewesen sind. Ja, ich kann jedes Wort bestätigen, das er sagt. Harold, es gibt jetzt zwei von jedem. Zwei Paul, zwei Franks. Ja, ja, genau. Richtig. Das ist... Na also. Mir reicht's jetzt. Ihr seid zu weit gegangen. Meine Drinks zurück, bitte. Vielen Dank, meine Herren. Und die Chips auch, wenn's recht ist. Und hier ist auch Ihr Geld zurück. So. Was ja du? Und wenn Sie nun die Güte hätten, mein Lokal zu verlassen... Also, Harold, komm, das geht ein bisschen zu weit. Raus! Sie haben Lokalverbot. Was? Also, ich habe euch gewarnt, alle beide. Das letzte Mal, als ihr mir diese 200 elektronischen Spinnen hier angesagt haben und mein Lokal in 15 Sekunden wie leer gefegt war, habe ich euch gesagt, wenn das noch ein einziges Mal vorkommt, ja auch nur die kleinste Andeutung von einem eurer dummen Scherze, fliegt ihr raus! Für immer! Raus! Das ist ja wohl mal raus! Lieber Himmel, der hat ja gar keinen Humor! Halt, hoppla. Weißt du, die beiden haben gesehen, wie wir uns da rausgeschlichen haben?
Nee, glaube ich eigentlich nicht. Ja, hoffentlich nicht. Man muss ja ausgesehen haben, als ob wir fliehen. Ne? Sie hätten in unserer Situation auch genau dasselbe gemacht. Ach, meinst du? Weiß es. Ja, weiß es. Ja. Irgendwann musst du dich endlich der Tatsache stellen. Muss ich. Dass sie wir sind, Paul. Ja. Sie denken wie wir, handeln wie wir. Wie lange kennen wir uns jetzt? Ungefähr 30 Jahre. Ach, so lange schon? Hm? Ja. Und? Ich kenne dich überhaupt nicht. Oh, nun komm. Du kennst mich sehr gut. Nein. Ja, ich weiß ein paar Dinge, die du gern tust, ja. Und ich weiß ein paar Dinge, die dich traurig machen. Aber ich weiß so lange nicht alles von dir. Nein. Moment. Nach 30 Jahren Freundschaft kenne ich nur die Oberfläche von dir. Das Wenige, an dem du mich Anteil nehmen lässt. Die Äußerlichkeiten. Boah. Aber die, Moment. Dieser andere, der kennt dich total. Er kennt jede kleine Dummheit, die du in deinem gesamten bisherigen Leben angestellt hast. Lieber Gott, das ist ja schrecklich. Ja. An die Dummheiten hatte ich gar nicht gedacht. Ja, der kennt auch deine Schwächen und Stärken. Ja. Der kennt die Teile, die dunklen Winkel deiner Seele, die dir an die Nieren gehen könnten. Dich fertig machen können. Er kennt dein Geheimnis. Und dieser Paul, dieser andere Paul, ja, der kennt meins. Das kann... Ich kann sie ertragen, Frank. Ich kann sie ertragen. Komm, Paul, komm, so schlimm ist es ja. So schlimm. Sag mir. Frank, wir müssen eine Lösung finden. Genau. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass wir diejenigen sind, die nicht echt sind, diejenigen, die sterben müssen. Mir ist egal. Ich kann es nur nicht ertragen, dass jemand sich in meine Intimsphäre eingeschlichen hat. Ja. Mich so intim kennt. Nun ist es eigentlich kein Problem, schließlich doch herauszufinden, welcher von uns echt ist und wer nicht. Kein Problem? Nein. Meinen Berechnungen zufolge wird in den nächsten 60 Minuten schrecklich... Hört mich mal. Klar werden, welcher von uns echt ist und welcher nicht. Und wie? Du weißt es wirklich nicht. Nein. Boah. Nach dem, was du gesagt hast, dachte ich, du hättest die Sache auch geschnallt. Wieso was geschnallt, Frank? Dass hier tatsächlich ein Zeitfaktor eine Rolle spielt. Na? Was? Überleg mal einen Augenblick. Überleg mal. Ach ja. Lieber Gott, natürlich. Oh, warum ist mir denn das nicht früher eingefallen? Bitte schön. Hab ich doch gesagt. Würde es noch drauf kommen. Coffee Cream? Ich bleib beim Sherry, Faye. Sonderbar. Wir zwei beiden haben zusammen 4 Männer. Und bringen es nicht mal fertig, ein einziges Paar zum Bridge zusammenzukriegen. Nun, eine Auswahl von ihnen müsste bald zurück sein. Wenn einer von den Franks zurückkommt und sieht, dass unser Licht aus ist und eures an, dann weiß er, dass ich hier bin. Und kommt sofort mit dem Paul, der gerade bei ihm ist, hier rüber. Wenn man vom Teufel spricht. Lieber
Gott, was ist denn da draußen los? Hört sich an wie der Beginn eines Aufstands. Ich gehe mal nachgucken. Erinner bitte Paul daran, dass ich Kopfschmerzen habe, ja? Ja, wirklich, du musst. Das schön, dann werde ich mich sofort mit denen in Verbindung setzen. Was zum Kuckuck ist denn hier los, Paul? Ist dir klar, dass Fee immer noch Kopfschmerzen hat? Hallo, Mann. Entschuldige, ich habe es vergessen. Wir sind jetzt leise. Hallo, Schatz, bin gleich bei dir. Muss nur erst telefonieren. Telefonieren? Oh. Ja, bin gleich bei dir. Margaret, es wird alles bald geklärt sein. Gehen wir erst mal rein, ja? Lassen Frank in Ruhe. Hallo, Liebling. Entschuldige, das Theater, es sieht ein bisschen nach Krise aus. Krise? Ja, Krise, ganz ehrlich. Was denn für eine Krise? Margaret, Moment, Frank hat sich daran erinnert, dass der Zeitfaktor eine Rolle spielt, siehst du? Deswegen hat er sich jetzt mit dem Zentrum verbinden lassen. Wie wackelt er? Er braucht nur die Bestätigung der Einzelheiten. Paul, wirst du mir jetzt bitte erklären, was los ist? Ich bin gleich, ja? Frank wird gleich fertig sein mit Telefonieren und dann werden wir es beide erklären. Hat doch keinen Sinn, jetzt sich unnötig Sorgen zu machen, solange wir selber nicht genau Bescheid wissen. Jetzt mache ich mir aber wirklich Sorgen. Moment, ich gehe mal gucken, wie er vorankommt, ja? Ja, es ist in Ordnung, gut. Ich warte, aber schnell bitte. Es geht hier um Leben und Tod. Nun? Wollte mir zuerst nicht glauben. Aber er sieht jetzt die Versuchsergebnisse durch. Gleich haben wir die genauen Zeiten. Gott, ist das gruselig. Als würde man aufs Fallbeil warten. Hallo? Ja, ich bin ja noch da. Verstehe. Ja, Moment, ich schreibe mir das auf. Zwischen 3 Stunden 22 Minuten und 3 Stunden 33 Minuten. Im Durchschnitt also 3 Stunden 27 Minuten für die ganze Reihe, ja. Hat es irgendwelche Abweichungen gegeben? Verstehe. Keine. Da liegen sonst noch Daten vor. Was? Was ist denn? Nein, sonst nichts. Danke. Sie haben uns sehr geholfen. Nun, was war denn los? Hör zu. Bei den ersten Versuchen hatten die reproduzierten Subjekte in einigen Fällen offenbar die Tendenz, etwa 10 Sekunden vor dem Ende langsam durchsichtig zu werden. Den Rest hast du gehört. Die durchschnittliche Lebensdauer des Reproduktes war 3 Stunden 27 Minuten. Um Himmels Willen, das würde ja bedeuten, dass wir uns bereits in der Gefahrenzone befinden müssen. Ja, genau. Ja, und was machen wir jetzt? Paul, wir können nichts machen. Wenn wir die Reproduktion sind, dann müssen wir gehen. Ja. Also, lasst uns eine Runde Bridge spielen, solange wir warten. Allerdings werde ich bei dieser gespannten Lage das Bieten bestimmt vermasseln. Gehen wir also rein. Da seid ihr ja noch. Hallo, Faye. Hallo, Frank. Geht's dir nicht gut? Du siehst ein bisschen... Durchsichtig aus? Nein, blass. Etwas müde. Oh, Gott sei Dank. Ja. Bitte den Partnern gegenüber Platz zu nehmen, meine Herren. Also, kann der Schleier des Geheimnisses jetzt gelüftet werden? Ja, ich glaube, Frank. Ja. Es ist an der Zeit, unsere Bürde zu teilen. Abheben. Margaret, das Geheimnis dieser ganzen irren Aktivität soll jetzt gelüftet werden. Ich weiß. Aber das ist doch noch lange kein Grund, mit Karten austeilen aufzuhören. Schließlich sitzen wir hier schon eine Ewigkeit rum und warten nur auf ein Spiel. Ja, du hast recht. Überhaupt kein Grund. Herz 10. Fee? Kreuz 7. Eine für mich. Karo 2, verdammt. Du müsstest es eigentlich besser machen können, Frank. Herz 10 ist zu schlagen. Los, Frank, konzentrier dich. Sitz nicht so lahm rum, nimm eine Karte. Na, dann dreh sie rum. Brauche ich nicht. Ich kann mir schon denken, was es ist. Hör auf mit dem Quatsch, dreh sie rum. Bitte. Da. Wie zu erwarten war. Eine schwermütig blickende Dame in Trauerkleidung. Wie Königin, gut gemacht. Du gibst. Das ist Aberglaube, Frank. Es hat wirklich nichts zu bedeuten. Natürlich nicht. Erst mischen, dann abheben. Los, Paul. Du musst mischen. Ja, Paul. Also?
Was ist das große Geheimnis? Nun, es ist wirklich ganz einfach. Es war Frank, dem es zuerst eingefallen ist. Ich hatte es total vergessen. Na was denn? Dass alle Reproduktionen, die Sie mit der kleineren Version der Maschine gemacht haben, die Frank und mir zum Testen geschickt wurde, tadellos waren, bis auf eine kleine Sache. Frank, komm, du bist besser in technischen Dingen. Willst du das erklären? Also, obwohl in der Konzeption brillant, hat die Maschine einen kleinen Fehler. Nach ein paar Stunden nämlich sind sämtliche Reproduktionen in die Luft geflogen. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Sie sind was? Sie waren perfekt, aber instabil. Ja. Und jetzt haben wir es nachgeprüft. Nach einer durchschnittlichen Lebensdauer von 3 Stunden 27 Minuten sind sie einfach explodiert, ohne eine Spur zu hinterlassen. Und nach Franks Berechnung wird eben das mit demjenigen Paar von uns passieren, ja, das nicht echt ist. Genau. Du meinst, wir könnten alle getötet werden? Ja. Wir könnten es, aber nicht du oder Faye. Eigentlich ist es eher eine Implosion und ich glaube nicht, dass man es technisch als Tötung bezeichnen könnte, oder? Es ist lediglich eine Rejustierung, also gewissermaßen eine Zurechtrückung von Atomen. Aber welche seid ihr? Die Richtigen oder die Gemogelten? Wir wissen es nicht. Aber ihr müsst doch irgendwelche Vorstellungen haben. Ja, natürlich. Wir denken, dass wir die Echten sind. Aber das tun die anderen schließlich ja auch. Gibt es irgendein Anzeichen, ich meine eine Vorwarnung oder dergleichen, bevor es geschieht? Ja, kaum. Einige von den Objekten sind anscheinend etwa 10 Sekunden, bevor sie explodierten, langsam durchsichtig geworden. Ja, andere aber auch wieder nicht. Das ist alles. Wir könnten jetzt also praktisch beide jeden Augenblick einfach verschwinden. Paul, mir kommt ein Gedanke. Ja? Wir müssen die anderen warnen. Die haben vielleicht noch nicht daran gedacht. Meine Güte, du hast ja recht. Ja. Du, ich laufe schnell in die Kneipe. Vielleicht sind sie ja noch da. Gute Idee. Aber kann das denn nicht warten, bis geboten ist, Schatz? Ich habe hier kaum Zeit gehabt, meine Karten anzugucken. Also das ist ja wohl das komischste Brettspiel, das ich jemals nicht gespielt habe. Nun warte doch noch mal ein Augenblickchen, Margaret. Vielleicht wird's ja noch komischer. Kennst du den von dem explodierenden Bridge-Spieler? Faye, bitte. Das ist keine Sache zum Spaßen. Wirklich nicht. Bridge ist wirklich ein Spiel, das ohne solche Witzchen auskommt. Ich spreche nicht über Bridge, Margaret. Ich spreche über die Tatsache, dass eine 50-zu-50 Chance besteht, dass Paul und ich vielleicht jede Sekunde abberufen werden in die Vorhölle. Dass wir von diesem Erdenrund verschwinden, unbetrauert. Denn in Wirklichkeit würden wir noch immer da sein. Was tust du dann, Margaret? Du bist meine Frau. Sag mir, was du tust, wenn ich plötzlich weggerafft werde. Zu dritt weiterspielen, bis der Echte auftaucht. Vielleicht? Ach, es ist dir einfach egal, nicht? Es ist dir einfach Schnurzpiepe und ist dir immer Schnurzpiepe gewesen. Man gebe dir nur reichlich Bridge, reichlich Medium 3 Sherry und reichlich von meinem Einkommen und du trottest glücklich dahin mit jedem beliebigen ollen Frank, nicht? Frank, wie kannst du sowas sagen? Naja, ist doch wahr. Frank, nun komm aber, nun musst du fair sein. Was erwartest du denn, wenn du Margaret mit so einer schwerwiegenden Frage konfrontierst? Faye, ich erwarte bloß ein kleines bisschen Verständnis. Das ist alles. Denn wenn es tatsächlich mich treffen sollte, ich persönlich werde sehr, sehr verstimmt sein. Paul? Ja? Hast du sie noch erwischt? Nein. Leider nein. Ich fürchte, Harold hat sich ein bisschen seltsam benommen. Raus! Paul! Raus. Nimmst du bitte wieder Platz, damit wir weitermachen können? Ja, richtig. Ha, wollen mal sehen, was das Schicksal mir zugeteilt hat. Gedenkst du nun, deine Karten aufzunehmen oder nicht, Frank? Wie? Oh, pardon, pardon, pardon. Ich war woanders. Diese Meinung hat das Schicksal also zurzeit von mir. Meine Güte,
Ich weiß, es ist schlechter Stil, etwas zu verraten, aber wer einmal im Leben solche Karten gehabt hat, kann in Ruhe sterben. Ich spiele einen Grand Slam ohne Trumpf einfach so. Was? Was? Alle 13 Stich für mich, überhaupt kein Problem. Was guckt ihr mich alle so an? Ich spiele offen, bis auf ein Schneiden. Und was ist? Frank, alter Freund. Ja? Ich will dir ja keinen Kummer machen, aber wir können dich glatt durchschauen. Oh komm, Paul, ich blöffe nicht, nein. Das sind ganz ehrlich die besten Karten, die ich je in meinem Leben gekriegt habe. Nein, ich meine ja nicht die Art von durchschauen, Frank. Ich meine buchstäblich durch dich durchgucken. Du wirst langsam durchsichtig. Oh, du meinst? Fürchte ja. Ist ja nicht zu fassen. Hier, ja, man kann glatt durch meine Hand sehen. Irgendwie faszinierend. Ah, ja, sieht so aus, als hätten wir verloren bei diesem speziellen Spiel. Paul. Sieht so aus. Du wirst mir fehlen. Du wirst mir auch fehlen. Warst dein guter Freund. Und was wird aus mir? Du auch. Ich habe das alles nicht so gemeint, was ich eben zu dir gesagt habe. Du wirst dich weiter um den echten Frank kümmern, so wie du es immer getan hast. Tschüss, Fee. Na! Oh Gott, wie schrecklich. Der arme Frank. Einfach verschwunden. Und nein, seine Karten liegen noch da. Auf dem Tisch. Grauenhaft einfach verschwunden, Fee. Oh, Frank. Frank. Ach, Margaret. Margaret. Margaret, komm, jetzt reg dich doch nicht auf, Margaret. Das war doch nicht Frank. Nicht der echte Frank, verstehst du? Der echte ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Er wird gleich hier sein und dich trösten. Morgen wird das alles nur wie ein schlechter Traum gewesen sein. Und vergiss nicht, Margaret, der Frank, der vor wenigen Sekunden noch neben dir saß, war doch nur eine lebensgroße Reproduktion, genau wie ich. Paul, was meinst du? Wie viel Zeit bleibt dir noch? Nicht mehr als 30 Sekunden, würde ich sagen. 30 Sekunden? Ja. In 30 Sekunden kann man nicht besonders viel tun oder sagen, nicht? Vielleicht einfach nur Danke. Danke für die Erinnerung an das Leben, das wir gemeinsam gelebt haben. Obwohl ich es anscheinend gar nicht wirklich geliebt habe. Und am allerwichtigsten, Fee, vergiss nicht, ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt, seit wir uns zum ersten Mal begegnet sind. Paul. Ist schon gut. Reg dich nicht auf, mein Schatz. Gibt es irgendeine Vorwarnung? Wie bei Frank? Keine Ahnung, Fee. Aber, Schatz, nimm's nicht so schwer. Denk dran, was Paul gesagt hat. Aber sie waren so echt, Margot. So schrecklich echt. Da sind sie schon. Oh Gott sei Dank. Trockne dir die Augen. Sie brauchen nicht zu sehen, wie du dich aufgeregt hast. Hallo. Wir sind zurückgerannt. Ja, Frank, sind nämlich plötzlich die anfänglichen Versuche im kleinen Maßstab wieder eingefallen. Es gibt da einen Zeitfaktor, der... Ihr kommt zu spät. Hä? Ja. Sie sind in die Luft geflogen. Einer nach dem anderen. Sie sind in die Luft geflogen, vor unseren Augen verschwunden. Es war schrecklich. Ich brauche einen Sherry. Hey, einfach schrecklich. Oh. Sie sind weg. Die echten Wackeln im Karton. Wie der alte Bahnwaggon. Die echten Wackeln im Karton. Aufhören! Wie könnt ihr euch nur so freuen? Zwei Menschen, die genauso wirklich waren wie ihr, sind gerade in diesem Zimmer gestorben. Was immer sie waren, wo immer sie sind, das haben sie nicht verdient. Bitte entschuldige, Fee, du hast natürlich recht. Es ist unverzeihlich, aber wir haben unter ziemlicher Anspannung gestanden, verstehst du? Wir waren an einem Punkt angelangt, wo wir langsam glaubten, dass vielleicht Sie die Echten sind und wir genau. die Reproduktionen.
Es gab keine Möglichkeit, es mathematisch zu beweisen. Es hätte also leicht uns treffen können. Aber, entschuldige, du hast trotzdem recht. Es ist unverzeihlich. Ist ja schon gut. Ich habe die Beherrschung verloren. Wir haben alle unter Anspannung gestanden. Versuch's zu vergessen, Fee. Der Albtraum ist ja jetzt vorbei. Ja, es ist vorbei. Komm, setz dich hier, Frank. Lass dich mal anschauen. Ja, bitte, Schatz, bitte. Wir gehen bald heim, ja. Es ist ein langer Tag gewesen. Und vielleicht kommen wir mal früh ins Bett. Ja, bitte. Kein Bridge mehr für heute Abend. Fee, bitte entschuldige. Ich wollte dich doch nicht kränken. Aber verstehst du die Erleichterung? Ich kann dir gar nicht sagen, wie das ist. Ist ja schon gut. Ihr konntet ja nicht wissen, wie uns das mitgenommen hat. Ach, komisch. Meine Kopfschmerzen sind völlig weg. Das war das Schönste, was du mir sagen konntest. Ach, Paul, du bist unverbesserlich. Stimmt. Aber, Kinder, lasst uns doch schnell noch gucken, mit was für Karten wir gespielt hätten. Und dann sagen wir gute Nacht, nicht? Oh, lieber Himmel, sind das miese Karten. Also, kein Wunder, dass er den leichten Ausweg gewählt hat. Paul? Verzeih. Guckt euch das hier an. Unglaublich. Mit solchen Karten kann man in Ruhe sterben. Sag nicht sowas, Frank. Genau dasselbe hat er gesagt. Und du weißt ja, was mit ihm passiert ist. Du forderst das Schicksal heraus, wenn du sowas sagst. Aber ich bitte dich, ein offener Grand Slam ist das, ohne Trumpf, das heißt, bis auf Herrn Schneider. Oh, was ist? Was starrt er mich alle so an? Oh. Ist jemand da? Oh, du verblasst, Frank. Oh, genau wie der andere, du wirst durchsichtig. Oh, Tovas. Sitz nicht so da rum. Tovas. Ja, was denn? Da ist nichts zu machen. Die ganze Situation ist unmöglich. Die zwei anderen sind weg. Wir müssen die Echten sein. Was anderes ist einfach nicht möglich. Das geht nicht. Paul, was soll ich machen? Hilf mir. Hilf mir. Paul, was soll ich machen? Paul. Mein Gott. Mein Gott, was ist schiefgegangen? Was um Himmels Willen ist schiefgegangen? Wie lange habe ich noch, Fee? Wie lange hat es gedauert, bis der andere Paul... 15 Sekunden. Er dachte, es würde länger dauern, 30 vielleicht, aber es waren nur etwa 15 Sekunden. Er hatte gerade noch Zeit, mir zu sagen, dass er mich liebt. Und dann war die Explosion und ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht, Paul. Ich auch nicht. Paul. Paul. Ich liebe dich. Oh, was sollen wir machen, Fee? Was sollen wir bloß machen? Wir müssen die Polizei holen. Aber was sollen wir denn sagen? Dass unsere Männer vor unseren Augen explodiert sind? Zweimal. Oh, Fee, was glaubst du, wie die gucken werden? Ja, da hast du natürlich recht. Aber irgendwas müssen wir tun, Margaret. Armer Frank. Was soll ich ohne ihn bloß machen? Was ist das? Nein! Hallo, mein Liebling, bin wieder da. Margaret hier, ich habe Frank mitgebracht. Ich habe ein bisschen Schlagseite, wie man so sagt, aber ich bin nüchtern, wie Buchhalter. Also fang nicht an mit irgendwas, da mir zu Scheiß weggeht. Was ist ein Mädchen und Frankie hier mit Pauli Boy? Liebling, bist du da? Liebling! Nein! Hier stecken unsere kleinen Mädchen also. Hallo. Da seid ihr ja, alle beide. Wir dachten schon, es wäre keiner zu Hause. Entschuldigung, Margaret, ich habe ein bisschen... Geht's euch nicht gut? Also ihr macht Gesichter, als würdet ihr Gespenster sehen. Ja, ihr habt euch doch wohl nicht gestritten, was Mädchen. Bitte entschuldige, dass ich so spät komme, Schatz. Wir haben den frühen Zug verpasst, haben den nächsten Zug verpasst, haben alle blöden Züge verpasst. Wir beide, Frank und ich.
Wir müssen euch nämlich ein kleines Geständnis machen. Bist du so lieb? Ja, wir sind halt ein bisschen feiern gewesen, etwas zu ausgiebig, fürchte ich in meinem Fall. Wir haben nämlich heute eine neue Maschine von der Zentrale reingekriegt. Die tollste Maschine der Welt. Ja, irgendwie faszinierend. Und sie hat funktioniert. Ja. Sie hat tatsächlich funktioniert. Also erstaunlich. Nein, nicht erstaunlich, was sage ich? Unglaublich. Also fantastisch. Dreidimensionale Walking-Talking-Reproduktionen von menschlichen Wesen. Auf Knopfdruck. Sind Sie übrigens heil angekommen? Sie sind angekommen. Eigentlich war es Pauls Idee. Nein, nein, du komm aber, Frank. Du brauchst mir nicht den ganzen Verdienst daran zuzuschreiben, alter Junge. Lass uns eine Kopie von uns machen und die schicken wir unseren Frauen nach Hause, hat er gesagt. Oh ja, machen wir, hat Frank gesagt. Und wir machen unseren lustigen Abend in der Stadt, hat er gesagt. Klaro, hat Frank gemeint. Und so haben wir es dann auch gemacht. Was ist denn? Geht's euch nicht gut, Mädels? Ja. Ihr macht beide ein Gesicht. Ihr seid ein bisschen spitz um die Nase. Oh. Ist doch nichts dabei. Die werden bald explodieren und wieder verschwinden. Das sind sie schon. Oh mein Gott. Alle vier. Vier? Ja. Zwei Pauls und zwei Franks. Aber ich verstehe nicht. Warum zwei von jedem von euch, Paul? Aber Fee... Also ich meine, wenn ihr schon dumm sein müsst und gedankenlos und verletzend und grausam, bösartig, unreif, infantil und pubertär, warum habt ihr dann nicht einen von jedem von euch geschickt? Aber zwei, das ist maßlos niederträchtig. Ehrlich, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich auch nicht. So? Na, dann werde ich euch helfen. Fee spricht von der Tatsache, dass ihr uns bösartigerweise zwei von jedem von euch heimgeschickt habt, damit wir das Vergnügen haben konnten, euch vor unseren Augen explodieren, verschwinden und sterben zu sehen. Zweimal! Zweimal? Nö, 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 nö. Unmöglich. Also Fee, Margaret, ich weiß, es war gemein, sowas zu tun, aber ich versichere euch Ehrenwort. Wir haben euch nur einen von jedem von uns heimgeschickt. Stimmt, Ehrenwort. Aber es sind zwei von jedem von euch angekommen. Genau zwei. Oh Gott. Das kann nur eins bedeuten. Und was, Paul? Nun komm, Paul. Spann es nicht auf die Folter. Paul. Zeitrutsch. Nochmal. Aber... Oh, wie wackelt der Kopf in dem alten Bahnwaggon! Oh, wie wackelt der... Nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Gute Nacht, der Hörspielkanal. Hörspiel.